gibt nur einen, nein, zwei Sterne, vor denen ich ultimativ Angst habe. Und zwar richtig, richtig heftig Angst. Oh. Wollte ich eigentlich nicht aktivieren, aber okay. Haben wir jetzt gemacht. Wie viel brauchte man dafür? 55. Haha, wir haben 70. Komm, wir gehen hier rein. Buhu Mondgalaxie. Probieren wir das mal. Silbersterne der Pappaufsteller. Okay. Oh, hier gibt's einen Secret Star. Aber das ist nicht hier. Ja, aber in diesem Feld müsste das sein. Ja, ja. Yes. Aber ich weiß nur nicht. Eigentlich müsste man hier Luigi spielen, ne? Ist hier hinten ein Tor? Hm. Hier ist es eine interessante Galaxy. Okay, hier geht eine Tür auf. Hier geht keine Tür auf. Okay, hier geht's zum Bonus. Interessiert mich aber nicht. Okay, einfach weg. Okay. Mich nicht alles täuscht? Müsste da hinten irgendwo ein Secret Star sein. Okay, drei One-Ups gönne ich mir natürlich. Haben wir gerade Glück gehabt. Oh, das ist auch cool. Ja, jetzt klappt sich das so um. Das ist voll cool gemacht. Das ist die Co-Made-Münze. So, und jetzt darf man hier... Genau. Daran konnte ich mich erinnern. Oh, das war dieses Ultra-Faste. Boah. Da muss ich einmal das machen. So, das war der Secret Star. Das wusste ich noch. Der war richtig mies. Boah. Man sieht zwar diese Plattform von dieser, keine Ahnung, wie man das Ding nennt, diese Wanderschnecke. Aber du bist da bei diesem Ring und willst einfach nur weg eigentlich. Oh, endlich! Ja! Tick-Tack, endlich! Boah, das hat ja ultra lang gedauert. Da gehen wir auf jeden Fall sofort hin. Sehr gut. Och Mist. Das hätten wir anders lösen können. Okay, ich wäre besser zur Welt gegangen, weil das ist... Oh Gott. Das war ein mega Umweg. Schade. Da hat sich der Trick nicht gelohnt. Oh, endlich haben wir den Kometen hier. Ey. Schneller, tick, tick, tick. Silbersterne, genau. Nicht mehr tick-takt, sondern tick-tick. Ja. Jetzt darf man sich nicht mehr von der Musik beeinflussen lassen. Das ist mega unfair. Oh, oh Gott.
Okay. Alter. Aber es gibt auch mehr lila Plattformen jetzt. Ne? Okay. Sehr gut. Der hat sich nicht in der Luft gedreht. Leck mich doch. Er dreht sich nicht. Gestern hat das funktioniert. Vielleicht funktioniert es jetzt auch wieder. Ich kann mich nicht mehr drehen. Hä? Ich drehe mich, aber es geht nicht mehr. Ne? Jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr drehen. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr drehen. Warte mal. Ne, ich kann mich nicht mehr drehen. Okay. Zum Glück habe ich noch eine zweite Fernbedienung. Die schmeiße ich jetzt irgendwo hinten ins Zimmer. Irgendwo in irgendeine Ecke. Ciao. Falls ihr es gehört habt. So. Die hat mich schon die ganze Zeit genervt, diese Wii-Fernbedienung. Mal gucken, ob die andere noch funktioniert. Müsste ja eigentlich, ne? So. Ja, funktioniert. Alter. Okay. Das war jetzt mein blöder Fehler, aber egal. Wenigstens habe ich jetzt eine funktionierende Wii-Fernbedienung. LOL! LOL! Ich hab mich da gerettet! Ja, ich gehe immer oben in die Mitte zurück. Mist, da hab ich mich wieder nicht gedreht. Und diesmal ist es nicht die Wii-Fernbedienung schuld. Ich spiele halt eigentlich mit einer funktionierenden, aber dadurch, dass ich die ganze Zeit mit einer nicht funktionierenden gespielt habe, ich sag nichts. Ich gehe jetzt erstmal da hinten runter. Oh, geh da hoch. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube sogar, dass es jetzt weitergeht, oder? Ich weiß es nicht. Nee. Weil hier jetzt noch sterben. Yes. Oh, die Wii-Fernbedienung funktioniert auf jeden Fall wesentlich besser. Ich spüre so einen krassen Unterschied bei denen. Oh. Yeah.
Boing. Ich mache das immer übrigens. Jetzt müssen wir die fertig haben. Yes! Die fehlen noch zwei Kometen. Okay. Und hier sind noch, ja, genug zu tun auf jeden Fall. Wir gehen natürlich in die Mondgalaxie und machen da erstmal Stars. Ich werde diese Folge auch in zwei schneiden müssen, weil ich habe vergessen eben aufzuhören. Wir sind schon bei 45 Minuten. Also ich nicht. Also ich, ihr seid bei 12 Minuten jetzt wahrscheinlich oder so. 12, 13 Minuten. Yes! So. Geht's hier hinten lang? Nö. Ah, ein Secret Star haben wir ja schon. Das heißt, es gibt keinen zweiten. Gehen einfach mal denselben Weg wie eben. Ob das hilft. Ja. Helft tut es auf jeden Fall. Das war ein bisschen riskant, aber okay. Geil ist, dass man hier tatsächlich One-Ups fahren kann, ne? Das ist ja mega gut. Hier kann man richtig One-Ups fahren. Alter. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Der wollte mich gerade irgendwo nach da hinten in die Ferne schicken, ey. Heieieiei. Das war ein bisschen risky. So, Comedian-Münze brauchen wir nicht mehr. Kann auch einfach hier rüber jumpen. Und das ist lustig. Yo. Das war falsch. Nice. Okay. Boah, sieht das cool aus. Das erinnert mich an die Schädelhai-Galaxie tatsächlich. Ist egal. Verpiss dich. So, das aktiviert sich immer automatisch. Okay. Trotzdem sehr easy. Ja, da oben gibt es noch einen One-Up, den. Ne, scheißen wir drauf. Nice. Ich frage mich, was der nächste Stern hier ist. Ist das wieder so ein Buhu-Rennen? Darauf hätte ich jetzt nicht so viel Lust. Oh. Yeah. 75 Sterne. Heuiui. Komet? Ne, Brief. Ah, warte, es könnte wieder. Ja, genau. Hab ich mir schon gedacht. Hab ich mir schon gedacht, dass es wieder so ein Brief ist. Das war da, ne? Ja, komm, wir machen erst die fertig. Gehen wir danach zu dem Roboter-Dude. Lass dich treiben. Geist Mario. Oh. Nice. Ach ja, das Ding. Ja. Okay. Das dürfte machbar sein. Das ist so nervig, dass du immer in diesem Kack-Ding hier spawnst, ne? Yes! Das ist so kack-nervig. Wenn das immer derselbe Weg ist, vor allem. Wäre cool, wenn das immer ein anderer Weg wäre. Dann wäre das nice. Okay, es ist ein anderer Weg. Es ist ein anderer Weg. Immerhin habe ich einen One-Up. Das ist aber auch schon alles. Wait, kann ich hier durch das Ding durchjumpen? Nein.
Okay, wir sind nicht in Super Mario Sunshine. Schon ein heftiger Weg. Finde ich gerade sehr interessant. Hier. Höre. Du wurdest zu Geist, Mario. Ja. Können wir auch hier durch. Ich weiß nicht, wie du uns gerade nicht treffen konnte. Ja, nee. Dieses Zurückstoßen ist das Schlimmste eigentlich. Vor allem, wir sind Geist, ne? Nur mal so nebenbei. Natürlich. Ach gut, dass die auch unsichtbar dadurch werden. Ich war doch unsichtbar. WTF, ich war unsichtbar. Egal. Ich glaube, wir gehen jetzt wieder in die Kollektion, ne? Ja. Hört man an dem Sound. Wenn man diesen Sound hört, dann kommt man immer in die Kollektion. Und das heißt, wir haben Geist Mario in der Collection. Nice. Juhu. Nun gut, was haben wir denn da? Sieht mir fast aus wie ein geistweißer Pilz mit Eckzähnen. Wenn ich bloß wüsste, aus welchem Grund wir diesen ganzen sonderbaren Krempel unter Deck aufbewahren. Ja, da kommt nur eins. Das müsste... Oh, ich weiß gar nicht, welches das nächste ist. Keine Ahnung. Eisblume wahrscheinlich, ne? Schätze ich jetzt einfach mal. Und jetzt gehen wir... hier hin. Ach so, ich muss ja mit der Röhre. So, Raumwirbel. Macht nicht so viel Wirbel um diese Galaxie. Genau, hier hin. Ja, ich weiß auch was. Wir müssen so ein rotes Viech zu dem bringen. So wie wir es mit dem Gumba gemacht haben, nur mit dem Rot. So, okay, es ist. Vielleicht gibt es dann doch keinen Kometen hier. Wäre eigentlich sehr seltsam, aber naja. Ist egal. Ich wusste, dass ich diesen Long Jump machen kann. Das war ein bisschen doof, aber okay. So, die Kometenmünze brauchen wir nicht mehr. Das war ein bisschen zu weit, aber okay. So, wie schnell wir da durch sind. Okay, das nochmal machen. So, warte, ich kann auch rückwärts gehen. Ja, die zerstöre ich, so. Let's go!
Ciao. So, hier müsste der irgendwo stehen, der Dude. Ja, folgt mir mal so. Ich muss den nur mitbringen, ne? So, da. So, den habe ich schon mitgebracht. Bist auf der Suche nach einem dieser Sterne, nicht wahr? Ich habe so einen vorhin im Müll gefunden. Augenblick, du bist. Du glaubst, ich gebe dir so einfach Trommel. Alles hat seinen Preis. Weißt du was? Ich bin ganz nah in diesen roten Schnuckel. Warum bringst du mir nicht einen von denen hierher? Wie schnell das geht. Oh, ich sehe dich jetzt reisen, so süß, vielen Dank. Ja, easy. Klaro, abgemacht ist abgemacht, dieser Baustein ist jetzt deiner. Vor allem jetzt haben wir so einen silbernen Dude. Vorher hatten wir so einen goldenen. Wetten, dass der gleich auch mit aufs Schiff kommt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir landen wieder unten. Ja, 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 dann kommt er auf jeden Fall aufs Schiff. Oh. Yeah. Geheim Stern. Dornen Begoman im Verfolgungswahn. Ja, zum Glück wusste ich, was da zu machen ist. Sag bloß, du hast diesmal einen schrottigen Hausmeister mitgebracht. Hoffentlich entspannt er sich, anstatt hier alle rum zu kommandieren. Ja, komm, chill. Chill. Chillo Basis. Nein, nicht da drauf jumpen. So. Damit haben wir die beiden Galaxien schon mal komplett hier. Das ist sehr gut. Und wir waren. Komm, wir gehen in die Schwerkraftgalaxie. Schwindelschwang. Komm, einschaffen. Der wirre Weltraumspaziergang. Okay. Oh, Kometenmünze wird mir schon gezeigt. Sehr gut. Hier müsste es aber auch ein Secret Star geben, oder? Luigi ist direkt wieder da. Alle. Lol. Lol. Wie er zerstört wurde. Okay. Ja, ich weiß, wie man es machen muss. Nein. Nein. Oh, als ob das nicht zählt. Ach so, lol, ich kann ja einfach hier rüber. Lol. Ich mach voll den komplizierten Weg einfach. Ich wusste, dass man nicht alles zerstören darf. Aber das bedeutet, dass sie eine. Ich stelle fest. Hier müsste wieder so eine. Ja. Oh, das ist die Schwere. Das ist die Schwere. Okay, wait. Wir starten hier in der Mitte, ne? Das heißt, einen direkt nach vorne. Dann sind die alle weg. Dann sich hier hinstellen. Nach oben. Oder warte, ein nach oben, ein zur Seite, noch ein zur Seite. Dann hier nach oben. Nee, das kostet zu viel Zeit, oder? Ein nach oben, zur Seite, schräg,
nochmal zur Seite, nochmal schräg, dann die beiden. Und dann irgendwie versuchen, die zu kriegen, ja. Boah. Das wird schwer. Problem ist, dass man hier Leben verliert, glaube ich. Kannst du vergessen. Die sind nicht so geflogen, wie sie sollten. Ja. Da hinten, wenn die zwei da hinten getroffen worden wären eben. Ah ne, ich sterb nicht. Okay, dann ist nice. Vor allem, dass die ganzen Kisten wieder da sind sofort, ne? Ich meine, noch schlechter als vorher. Oh, ficken! Diese eine Scheißkiste da! So. Problem ist, dass die nicht so fliegen, wie ich sie will. Ja, sieht man ja schon, ne? Das könnte reichen. Boah. Das war super. 3 Sekunden, das war super. Genau das nenne ich Einsatz, danke. Ich habe auch von diesen Baumstämmen gefunden. Nun los, nehm ihn schon. Es ist ein Arbeitslohn. Oh Gott, endlich ist das fertig. So. Genug geraged. Das war sehr nice. Und wir sind wieder. Die Feuerblume. Hä? Aber hatten wir die nicht schon? Ah, nee, stimmt nicht. Die hatten wir noch nicht. Die hatten wir noch nicht. Ja, nice. Ich glaube, mein Wäldern kollabiert. Was um alles in der Welt ist das? Eine schaurige Blume mit Augen. Feuerblume? Ja klar, du entwickelst mir echt einen kuriosen Sammeltipp. So ein Haufen verrückter Sachen. Immerhin haben wir alle. Immerhin haben wir alle. Ich weiß auch nicht, was das bringt. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. So, und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.